Das war ja ein historischer Tag gestern. Wir haben die Übergabe der Entlassungsurkunde an Kanzlerin Angela Merkel eben schon gesehen. Und dann war es die konstituierende Sitzung, die erste Sitzung gestern im Bundestag. Neuwahl des Bundestagspräsidenten, der größte Blähbundestag aller Zeiten und ganz viele neue Abgeordnete, die eingerückt sind. Und auf zwei muss man besonders aufpassen, die sich da begegnet sind. Sag einmal, Nena, warum dieses Foto, was wir gleich sehen, gefährlich sein könnte. Ja, und zwar, es sprechen ja alle nur immer über die AfD. Und es wird immer gezeigt, ja, hier, AfD war riesige Debatte. Und hier sehen wir jetzt Janine Wissler von den Linken und Kevin Kühnert von der SPD. Ich finde, das Foto wirkt ja schon wie gesucht und gefunden. Die zwei zusammen, das Pärchen der Politik. Und das macht mir Sorge, weil ich habe große Angst vor dem Linksruck. Bei der Bundestagswahl konnte er jetzt abgewendet werden. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Ampel bekommen. Aber wenn dieses Bild für die Zukunft des Landes steht, muss ich ehrlich sagen, sehe ich schwarz. Und wir dürfen auch nicht vergessen, in einigen Bundesländern, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wird jetzt auch über Rot-Rot-Grün verhandelt. Und das müssen wir uns schon überlegen, ob das die Zukunft sein sollte. Und wir sollten den Linksruck nicht außer Acht lassen, glaube ich. Lass uns auf diesem Foto, Nena, auch noch mal so ein bisschen spazieren gehen. Ja, ich habe es gerade genau angeschaut und dachte, bei Kevin Kühnert erkenne ich vielleicht so ein bisschen Skepsis noch in den Augen. Ich meine, jetzt tragen beide auch eine Maske, aber also, so ein bisschen runzelt er ja zumindest die Stirn. Ja. Was wissen wir darüber, wie das Verhältnis der beiden überhaupt ist? Wir sehen jetzt, es gibt Pläne auch in mehreren Bundesländern. Aber wie ist das Verhältnis dieser beiden Menschen? Alles, was ich gehört habe, soll es relativ gut sein. Und sie sollen sich auch gut verstehen und auch gut austauschen können. Man steckt da natürlich nie so tief drin. Ich war jetzt nicht neben den beiden im Bundestag. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, auch die Äußerungen von Janine Wissler sind teilweise auch schwierig. Also Janine Wissler ist halt klar links, also sehr links. Sie ist eine Linke, wie man sich die Partei auch vorstellt. Und ich glaube halt, was nach wie vor schwierig ist, die Linke will ja die DDR nach wie vor nicht als Unrechtsstaat anerkennen. Das ist nur ein Beispiel. Die Linke will aus der NATO austreten. Und für mich ist es halt oft so, dass ich finde, dass wir die Partei, die Linke, zu wenig angreifen oder schon zu sehr. Ich meine, vor 10 Jahren hätte doch keiner gedacht, dass wir mal über die Linke überhaupt nachdenken, dass es Rot-Rot-Grün auf Bundesebene geben könnte. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das, was jetzt mit der Linken passiert ist, diese Gesellschaftsfähigkeit, diese Anerkennung auch irgendwann mit der AfD passiert.